So ihr Lieben, ich hätte es ja fast vergessen. Ich baue jetzt meinen Nageltisch um und wollte euch ja dann so ein bisschen dran teilhaben. Das heißt, ich habe jetzt da meine Container rausgezogen. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist ja quasi das alte Gestell. Und hier unten drunter ist jetzt noch die Staubabsaugung. Die baue ich jetzt gleich erstmal ab. Ganz normal mit Schrauben ist die ja quasi festgemacht, wenn ihr es hier sehen könnt. Die muss ich natürlich abbauen, weil ich die natürlich beim neuen dann einbauen muss. Und das wollte ich euch nur eben einmal zeigen. Klar muss man natürlich erstmal alles ein bisschen auseinanderrupen. Hier, das ist die Stromversorgung. Ja, und die baue ich jetzt erstmal aus. Und dann hole ich euch nachher dann Schrittchen für Schrittchen wieder dazu. Bis nachher gleich. So, meine Lieben, jetzt packe ich gerade die Platte aus. Die war ganz schön eingepackt. Dick und fett. Mit Luftpolsterfolie. Und das ist die Platte jetzt quasi von unten. Hier seht ihr, ist schon der Durchlass. Alles ist alles vorgebohrt. Kabeldurchlässe und so weiter und so fort. Hier kommt, glaube ich, dann nachher auch die Armstützen dann drauf. Ja, die kommt 2 Tage später, aber das filme ich ja alles insgesamt mit. Nur damit ihr seht, also ich packe jetzt gerade die Platte aus und dann kommen noch, die habe ich auch schon hier, diese Abstandshalter, noch zwischen Tischplatte und den, sag mal schnell, den Containern. Da muss ich natürlich noch Löcher reinbohren, weil ich die ja behalten will. Und die kommen dann als Abstandshalter dazwischen und obendrauf kommt dann quasi die Platte. Dann habe ich hier unten eben auch noch ein bisschen Platz. Der Tisch kommt noch ein bisschen höher. Aber das werdet ihr nachher sehen. Ich mache jetzt erstmal weiter und dann bis zum nächsten Step. Bis gleich. So, meine Lieben, das war eine ganz schöne Tüftelei. Aber zusammen mit meinem Papa habe ich das wunderbar hingekriegt. So sieht die Platte jetzt aus. Ist sie nicht toll? Und jetzt habe ich, wo wir ein bisschen Tüftelei erst hatten, das waren diese kleinen Abstandshalter, wie ihr seht, die überhaupt angebracht werden. Weil hier unter der Platte habt ihr vorhin bestimmt gesehen, da sind so, warte mal, ich gucke mal, ob ich habe den Arm hier dran, wie ihr das sehen könnt. Seht ihr die Löcher da? Diese hier, die hatte ich nämlich erst gedacht, ich wollte sie außen hinsetzen, aber diese Abstandshalter gehen hier nicht rein. Vielleicht haben die Only von Nils noch spezielle Tische irgendwie oder Unterschränke für. Auf jeden Fall haben wir das jetzt so gemacht, dass wir das von hier unten mit einer längeren Schraube, falls ihr das da seht, von unten, also von oben reingebohrt haben, weil ihr seht, dass dieser hier auch schon dicker ist. Das heißt, die Schraube, die da drinne war, die ist praktisch nicht lang genug. Deswegen mussten wir eine längere nehmen. Mein Papa ist aber Handwerker. Von daher hat er sowas natürlich im Keller. Das heißt, hier durchgebohrt, von unten rangeschraubt auf die Abstandshalter. Und das andere oben, das ist jetzt mit 4 Schrauben befestigt. Dann kann man das hier auch schön festdrehen. Und so lässt sich der Wagen jetzt schieben. Natürlich hier noch die Staubabsaugung. Vorher natürlich drunter gebaut. Jetzt sitzt sie auch das erste Mal richtig schön fest. Freut mich. Ja, und hier dieses Lüftungsgitter, muss mal gucken, ich schwenke hier so mal so ein bisschen. Lüftungsgitter ist ja quasi dabei, die Schublade kommt gleich noch rein. Mache ich die, jetzt habe ich hier vor allen Dingen auch endlich ein bisschen Luft unter. Finde ich wunderbar. Und dann kommt jetzt noch die Armauflage dazu. Aber wie gesagt, ich warte noch, bis die dann da ist, dann befestige ich die auch noch. Das andere richte ich schon mal ein, hier ist ein Kabeldurchlass. Das Einzige, was mir im Moment noch fehlt, dieses Teil hier habe ich noch, aber das fehlt irgendwie. Vielleicht ist das aber im Verpackungsmaterial drin, weil das andere hier, das flog auch da drin rum. Vielleicht finde ich die noch, da gucke ich gleich nochmal nach. Ja, und ansonsten habe ich jetzt einen schönen fahrbaren Tisch. Obergenial. Das Absaugloch ist jetzt endlich hier vorne, wo es eigentlich auch hingehört und nicht in der Mitte. Das freut mich ungemein. Und die Sitzhöhe ist jetzt höher, weil ich habe es ja 7 cm höher gesetzt.
Und jetzt kann ich nämlich auch endlich mit meinem Stuhl dementsprechend hochfahren. Und jetzt kann ich nämlich auch schön gerade vor dem Tisch sitzen. Ich messe euch noch mal eben, welche Sitzhöhe ich jetzt, sagen wir mal Tischhöhe, ich jetzt habe. Muss ich mal eben, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Ich wollte das aber extra so ein bisschen höher haben. Wir messen jetzt mal. Ich habe jetzt eine Höhe von, gucken, ob die Kamera das einfängt, aber ich gehe mal ein bisschen weiter weg, von 78,5 cm. Schalt mal scharf. So, seht ihr das? 78,5 cm habe ich jetzt. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen individuell. Nun bin ich 1,80 groß, also von so her brauche ich das schon. Vor allem, damit ich auch endlich mal gerade vor diesem Tisch sitze. Ich finde sie oberschick. Die ist super verarbeitet. Vor allen Dingen gleich auch mit den Kabeldurchlässen. Wie gesagt, das hier suche ich noch. Vielleicht finde ich das noch. Ansonsten schreibe ich Frank Diesner an. Ist auch kein Thema. Dann schickt er mir sicherlich sowas noch zu. Ja, jetzt kann ich die Schubladen wieder reinmachen. Und die Lampen schon mal. Und das alles da, was da jetzt hier kreuz und quer durch die Gegend steht, alles wieder einsortieren. Ja, und dann hole ich euch nochmal dazu, wenn die Armauflage da ist. Und ansonsten zeige ich euch dann ganz zum Schluss nochmal das Endergebnis. Also ich finde das klasse. Danke, bis gleich. So, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. So, mein Nageltisch ist fertig, in Anführungsstrichen. Hier seht ihr ja nochmal die Platte. Die Armauflage ist jetzt aufgekommen. Ich habe sie aber noch nicht befestigt. Das heißt, ich kann noch ein bisschen variieren. Die steht aber auch so recht stabil, sage ich jetzt mal. Also sie kippt nicht um oder irgendwas. Da muss ich noch die richtige Position finden. Weil es ist ja praktisch so, dass jeder Arm, sage ich mal, unterschiedlich lang ist. Und von so her kann man sie aber schön hier oben drauf positionieren. Es ist ein schönes, trotzdem weiches Kissen. Darunter stehen jetzt die Lampen. Wie ihr sehen könnt. Jetzt habe ich hier auch meine Acrylauflage mit drauf. Mit meinen Pads, die ich ja sowieso schon hatte. Und ja, also ich finde, es ist gelungen. Er ist trotzdem noch beweglich. Das heißt, er steht nicht fest. Er hat aber unten feststellbare Rollen. So, wenn man jetzt mal richtig am Saubermachen ist und so weiter, dann braucht man nicht immer so einen schweren Tisch hin und her schieben. Rollen, sag ich mal, die habe ich aus dem Baumarkt besorgt, weil unter den Containern sind teilweise diese günstigen drunter. Die habe ich schon, weil sie dann durch die Hin- und Herschieberei auch von nebenan hier rüber doch immer zwischendurch auch mal ein bisschen gelitten haben, habe ich mir gute, richtig gute aus dem Baumarkt geholt. Ein paar von den alten sind aber noch drunter. Die werde ich dann vielleicht nach und nach nochmal austauschen. Ist natürlich jetzt immer ein bisschen schlecht möglich, aber dadurch, dass ich ihn jetzt nicht mehr viel verrücke, sage ich mal, brauche ich das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, also, ich habe jetzt den anderen Kabeldurchlass habe ich auch gefunden. Der war tatsächlich noch im Verpackungsmaterial drin. Der hatte sich wahrscheinlich gelöst, so dass ich jetzt hier schön Kabeldurchlässe oben drin habe. Wunderbar, wo ich auch die Lampen und alles anschließen kann. Ohne dass ich immer den ganzen Stromkram suchen muss, sag ich mal. Und ich habe hier natürlich nebenan noch Strom brauche ich natürlich, ist ganz klar. Unten habe ich dann eine Verlängerung längs gelegt und die anderen Kabel, sag ich mal, auch so weit um die Stützen herumgewickelt. Erstmal so, dann flattern die mir nicht immer so durch die Gegend. Ja. Da ist die Staubabsaugung angeschlossen. Strom, vor allen Dingen kommt auch Luft unten drunter. Es ist nicht so abgeschlossen. Mein Ladekabel für die Kamera, Akkus liegt da hinten noch. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr so viel Kabelkram da rumfliegen. Ich muss noch hier unten drunter. Da muss ich noch eine optimalere Lösung finden, weil ich ja mit dem Strom einmal quasi hier praktisch rüber muss. Auf die andere Seite.
Da fällt mir aber sicherlich auch noch was ein, aber ich habe es jetzt soweit erstmal gut gelöst, sodass ich nur noch einmal hier Kabel habe an der Seite. Ja, so sieht meine Nagelecke jetzt aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch schon da einmal einen Refill mitgemacht. Und zwar bei meiner Mutter. Und die war sehr zufrieden damit. Es ist sehr angenehm, vor allen Dingen auch durch die etwas höhere Tischhöhe. Das merke ich jetzt eigentlich erst richtig, wie gut das tut. Weil das gerade und richtige Sitzen ist natürlich beim Nägelmachen ungemein wichtig. Aber wie gesagt, nicht alle haben, sag ich mal, Geld, sich mal eben für 800 oder 900 oder 1000 Euro einen Nageltisch zu kaufen. Und wir fangen alle klein an. Ich kann euch sagen, also ich habe jetzt praktisch die Platte, die Armauflage, die Abstandshalter, dann diese Acrylplatte obendrauf. Ich weiß gar nicht, war da noch irgendwas bei? Nee, nicht, dass ich jetzt wüsste. Ach doch, einen richtigen neuen Feinstaubfilter. Also der neueren Generation habe ich mir noch mitbestellt. Und da habe ich Soda Summarum etwas über 400 Euro für ausgegeben. Und dadurch, dass ich die Container und die Staubabsaugung ja schon hatte, habe ich dadurch natürlich eine Menge Geld gespart. Vielleicht hole ich mir irgendwann nochmal eine neue Staubabsaugung. Aber als nächstes kommt diese Ecke dran. Die stört mich so ein bisschen. Das sieht immer so ein bisschen klüngelig aus. Es ging jetzt erstmal nicht anders, aber da hole ich mir noch zwei schöne weiße Schränke, die ungefähr so hoch sind wie die Heizung, dass die auch gleich ein bisschen abgedeckt wird, natürlich mit ein bisschen Abstand. Und da kommt, ja, aber ich will welche mit Schubladen haben, vielleicht auch eine mit Tür oder so, das weiß ich noch nicht. Das ist dann die nächste Anschaffung, die ich mache. Ja, und dann geht das so peu à peu weiter. Das wollte ich euch abschließend einfach nochmal zeigen. Vom Arbeitsaufwand her, sag ich mal, wenn man etwas handwerkliches Geschick hat und wie gesagt, mein Papa hat mir auch geholfen, mit der Bohrerei allerdings auch nur ein bisschen. Aber trotzdem ist es schön, wenn man mehr als zwei Hände hat, alleine schon mit der Platte umdrehen nachher und befestigen, habe ich das an einem Nachmittag gemacht. Also noch nicht mal den ganzen Nachmittag. Wenn man erstmal raus hat, wie die Abstandshalter und so weiter unten angebracht werden, weil da musste ich erst wirklich einen Moment überlegen, wie wir das machen. Aber wie gesagt, das hatte ich euch ja davor schon gezeigt. Haben wir das dann durch die Oberdecke der Container gebohrt. Wahrscheinlich haben die normalen Container oben auch nicht so einen dicken Boden. Der hat einen relativ dicken Boden, der ist fast 2,5 cm dick. Und dann wären natürlich auch die Schrauben nicht mehr lang genug gewesen, das haben wir vorher getestet. Aber wenn man ein bisschen handwerklich geschickt hat und vieles, ihr habt ja auch Männer zu Hause, es gibt auch, was ich jetzt, ich hatte auch so danach gesucht mit Nageltisch bauen und so weiter. Ich habe nicht besonders viele Videos gefunden dazu. Deswegen, ich habe euch jetzt nicht, wie ich jede einzelne Schraube reinbohre oder so gemacht. Wenn ihr aber dazu Fragen habt, beantworte ich euch die natürlich gerne, weil man sammelt ja auch jedes Mal wieder Erfahrungen dabei und ich auch. Ansonsten, wie gesagt, war es eigentlich relativ einfach. Kann ich also jetzt im Nachhinein sagen, wenn man jetzt praktisch einmal den Dreh raus hat und weiß, wie man das anbohrt, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Ja, und von so her bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt muss ich dann nachher nur meine andere Ecke da noch aufräumen. Ja, draußen scheint die Sonne, wie ihr seht. Heute soll es auch wieder richtig heiß werden. Auch bei uns. Ja, und von so her bin ich aber trotzdem mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Und ich zeige euch das mal jetzt von hier. Da sind wieder meine normalen Container. Da habe ich noch meine Handschuhe liegen. Die kann ich natürlich jetzt auch unten drunter packen. Die brauchen nicht mehr oben auf den Tisch rauflegen. Ich könnte sie auch in die Schublade packen. Aber da hat man ja schon genug drinne. Ja, und ich hatte ja jetzt letzte Woche kein Video hochgeladen. Aber ich war auch arbeitsmäßig extrem eingespannt, sag ich mal. Klar, jetzt ist natürlich Urlaubszeit und alles. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Deswegen mache ich dieses jetzt heute als erstes Video,
als kurzes Video, sag ich jetzt mal. Und dann möchte ich euch aber in den nächsten Videos, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr Interesse daran habt. Ich habe mir bei Linny die neue Unibox bestellt und noch zwei andere Sachen, wenn ich euch das vorstellen soll, weil die werde ich auf jeden Fall verwenden. Dann teilt mir das doch mal in den Kommentaren mit. Und dann habe ich mir bei Jollyfeen, weil das ein Kundenwunsch war, hier noch fertige Tipps mitbestellt. Die sehen oberklasse aus. Sie sind fix und fertig mit Glitzer oben drauf. Man kann sie als Fremdspitze oder so benutzen. Die anderen hier, die hatte ich ja sowieso schon. Die habe ich jetzt erstmal hier aufgebaut. Hier sind noch welche. Da sind noch welche. Wenn ich euch die... Und dann hatte ich mir noch einmal hier Glitter noch mitbestellt. Acryl. Ja. Und wenn ihr daran Interesse habt und das sehen wollt, könnt ihr mir das mal kurz mitteilen. Und dann geht das demnächst jetzt auch mit Videos dann weiter. Ich werde jetzt im Anschluss hier dran nochmal meine Nägel neu machen. So sehen sie jetzt aus. Da sind auch diese Spiegeltipps praktisch vorne mit drauf. Und allerdings werde ich die jetzt neu machen. Und ja, das filme ich dann wieder ein bisschen mit. Und dann geht es mit den Videos weiter. So, nun stell mal scharf hier. Hallo. Nochmal das abschließende Bild. Stellt er wieder nicht scharf, ne? Jo. So, ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, die Ecke hier ist ja jetzt nicht so besonders groß. Klar muss ich natürlich auch überall meine Sachen ein bisschen unterbringen. Da muss ich noch ein bisschen aufräumen. Das Regal muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Aber es ging ja jetzt auch erstmal hauptsächlich um den Nageltisch. Und da könnt ihr mir ja eure Kommentare mal mitteilen. Ich danke euch und bis zum nächsten Video. Tschüss.